Ihr wollt mit Sicherheit wissen, was ich von Call of Duty Modern Warfare 2 Remake 2022er Edition Final Beta Status halte, richtig? So auf die Frage im Chat bekommen, wir gehen jetzt darauf ein. Im Live-Let's Play sozusagen. Ground War. Ground War ist sehr nice, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist ja erst mit am Start in der Beta. Ich hoffe, ihr habt es schon ausprobieren können, weil die Leute, die immer sagen, kann ich das Game empfehlen, muss ich immer nur dazu raten, Leute, spielt es, wenn die Beta da ist. Und das ist einfach der beste Aspekt, um mal zu checken, ob es einem taugt oder nicht. Ist natürlich nur ein Grundeindruck, aber du wirst diesen Grundeindruck halt erhalten können. Wenn dir es gefällt, dann warum nicht holen? Wenn nicht, dann halt nicht. Also, Bodenkrieg zu Deutsch, was so ein bisschen was von Battlefield hat. Und ich immer wieder sagen muss, Battlefield 2042 macht es nicht unbedingt besser. Natürlich sind die Karten größer, natürlich hast du irgendwo mehr, was du rumlaufen kannst. Es sind auch potenziell mehr Leute. Hier hast du ein Maximum von 32 gegen 32. Es gibt zwei Maps und so. Ist ganz geil, spielt sich ganz cool. Ist nicht so der Clusterfuck, wie es in Modern Warfare 2019 Edition war. Aber immer mehr natürlich, die Camper haben einen Vorteil. Muss man schon fast sagen, in dieser Edition, da kommen wir später noch drauf. Aber kurz nochmal bei Bodenkrieg zu bleiben, macht Spaß. Wird auf jeden Fall auch der Modus sein, den ich im Multiplayer wahrscheinlich mit am meisten spielen werde. Abhängig natürlich davon, wie viele Maps rauskommen. Verschiedene, wir haben hier zwei. Eines mit Booten, das andere ist halt nur Stadt. Mehr so ein bisschen Struggle Karkant, wer das halt von Battlefield noch kennt. Und es macht echt Laune. Es macht echt Laune, einfach mal nicht gegen 6 gegen 6 irgendwie die üblichen drei Wegesysteme zu fahren, die ja jetzt wieder zurück sind, Modern Warfare, Gott sei Dank auch. Aber halt einfach dazu führen, dass die Leute per Minimap alles abcampen. Was nicht heißt, dass die Leute nicht hier auch per Minimap campen. Aber es ist natürlich etwas, ich sag mal, verteilter, was schlussendlich dazu führt, dass du mehr Möglichkeiten hast, auch ein bisschen rumzuagieren. Natürlich auch als Sniper irgendwo mal zu hocken und ein bisschen hier da bada bada bing bong zu machen. Ansonsten, Call of Duty, ich habe die PlayStation 4 Pro zu Hause und konnte damit die PlayStation Beta schon spielen. Leider natürlich gecapped auf 60 FPS, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil du schlussendlich dann natürlich einen Nachteil hast gegen Leute, die A, gut am Controller sind, weil ich es mit Maus und Tastatur gespielt habe. Ich bin nämlich scheiße am Controller. Oder aber auch eine PlayStation 5 haben, die bis zu 120 FPS hat. Und da auch der Vorteil mit Maus und Tastatur größer ist, weil die Schwammigkeit der Maus nicht so extrem ist bei mehr FPS. Lange Rede, kurzer Sinn. Es hat verhältnismäßig gut funktioniert. Und es hat für mich auch schon getaugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt mit PC natürlich umso besser. Ihr seht es oben links. Ich habe momentan hier bei diesem großen Modus im Schnitt so 170 FPS. Auf den kleinen Modi habe ich so 200 bis 230 im Schnitt. Also performance-technisch läuft es für mich gut. Es gab einige Crashes. Ich konnte so knapp bis jetzt 10 Stück an der Zahl zählen, die bei mir passiert sind. Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber es ist halt Beta. Wie gesagt, performance-technisch aber nicht verkehrt. Muss aber dazu sagen, dass ich natürlich auch ein krasses Setup fahre. Also ich habe halt eine 3090 Ti plus den 12900K als Prozessor. Das heißt eigentlich das Beste, was man mitunter im Gaming-Bereich aktuell fahren kann. Und Call of Duty läuft damit auch relativ smooth. Was ich positiv bemerken darf, ist, das bezieht sich jetzt alles auf Maus und Tastatur, das heißt auf PC, ist Aiming-technisch, gab es bisher keine Probleme. Also ich hatte nie das Problem, dass Maus-Acceleration oder Maus-Beschleunigung und Co. irgendwie bemerkbar ist, beziehungsweise irgendwie so ein schwammiges Mausgefühl da ist. Das hatte man in der Vergangenheit in manchen Call of Duty Titeln schon mal am Start. Da musste man bisher nichts machen. Ich habe jetzt auch langsam meine Settings gefunden, die ich euch auch noch präsentieren werde, wenn ihr dann Bock drauf habt, in einem weiteren Video. Aber kommen wir jetzt einfach mal zur Meinung. Also, was ist es? Es ist Modern Warfare 2. Es ist das Remake davon. Es ist im Endeffekt wie Modern Warfare 2019. Bloß halt, jetzt kommt's, natürlich Teil 2 davon. Ist ja logisch, sonst wäre die 2 nicht hinten dran. Und so spielt sich's auch. Es hat Unterschiede, was Movement und so angeht. Viele haben das auch schon bemängelt. Ich habe das auch in einem Video schon angesprochen nach der PC-Beta. Es gibt so ein paar Anpassungen im Movement. Slide Canceling ist zwar drin, aber nicht mehr so effektiv. Viele der absoluten Cracks, der Pros da draußen, müssen sich umstellen, um das Movement so ein bisschen auf ein neues Level zu bekommen. Es wirkt auch ein bisschen entschleunigt und das muss man immer vorsichtig ansehen, wenn man Call of Duty bespricht, weil Call of Duty ist grundsätzlich natürlich ein ADHS-Game, was so wie ich es immer gern bezeichne. Aber es ist ein bisschen entschleunigt und bietet, sag ich mal, der Spielerschaft der, ich sag mal, sehr passiven Spieler, um es mal positiv zu nennen, schon einen gewissen Vorteil. Das merkt man jetzt auch auf dem Ground War, dass die Leute teilweise aufgrund des Soundsystems, was man positiv natürlich dann ansprechen kann dadurch, positiv anzusprechen, wo die Schritte sind. Ich habe da noch nicht die beste Einstellung für mich gefunden. Ich bin momentan auf Heimkino, witzigerweise, was erstmal schon komisch ist, dass man das überhaupt mit einbezieht, Heimkino zu spielen, obwohl ich mit, Kopfhörern spiele. Nichtsdestotrotz ist es wohl mit einer der besten Einstellungen, die man momentan im Audiobereich halt finden kann. Und das führt aber wiederum dazu, warte, was macht der noch? Führt wiederum dazu, dass die
Leute sehr, sehr, sehr passiv spielen, weil sie einfach schnell gehört werden können. Das hat jetzt einen Vor- und einen Nachteil. In der letzten Edition, gerade in Warzone, war das natürlich immer so nervig, dass du keinen wirklich gutes Audio-Design hattest. Das könnte sich hier im Warzone 2 natürlich dann wieder positiv auswirken. Da muss man aber abwarten, was sich da eventuell noch entsprechend entwickelt. Aber das sind so Aspekte, wo viele Leute gemerkt haben, es ist viele Sachen anders. Auf Warzone kann man nochmal separat natürlich eingehen. Da habe ich auch schon mal ein Video vorab gemacht. Aber sobald man spielen kann, werde ich da nochmal drauf eingehen. Ansonsten, wie gesagt, es spielt sich wie Call of Duty. Ich habe viele Leute im Chat, die immer mal wieder kommen und sagen, das ist so, das ist so, das ist so. Und ich denke mir jedes Mal, Bro, es ist halt Call of Duty so. Ich meine, was erwartet ihr, right? Call of Duty ist seit 15 Jahren nichts anderes. Natürlich hat sich hier und da in der Mechanik mal was geändert, weil sich die Engine geändert hat. Aber schlussendlich ist es ein Spawn-Kill-Repeat-Shooter auf ADS-Style. Und das ist es und wird es auch immer bleiben. Jetzt haben sich, wie gesagt, ein paar Sachen geändert, auf die man sich anpassen muss. Aber im großen Ganzen ist Call of Duty halt immer noch Call of Duty. Und wenn du ein guter Spieler warst, sei es jetzt auf Konsole oder PC, wirst du das grundsätzlich auch in dem Game wieder machen können oder sein werden. Du musst dich halt nur auf was anpassen. Und viele Leute mögen das nicht. Klar, never change, auch irgendwo a running system. Wobei man da die Frage in den Raum stellen kann, ob das System davor gelaufen ist. Nichtsdestotrotz, die Leute sind immer lazy geworden. Die wollen sich auf nichts Neues einstellen. Und deswegen gibt es halt da immer so ein bisschen Kritik. I get it, ich verstehe es tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe in meinem Warzone-Video schon darüber gesprochen, dass ich so Sachen wie diese Loadout, bisherige Loadout-Mechaniken allerdings selber eigentlich ganz cool finde und das gerne ausprobieren möchte und nicht, wie es davor war, aber das ist ein anderes Thema. So, kommen wir weiter. Grafische Aspekte, ich meine, ich spiele es auf PC, ich habe natürlich die Grafik trotzdem runtergedreht, um die beste Performance an den Start zu bringen. Das ist in Shootern grundsätzlich natürlich immer das Wichtigste, gerade auch in Call of Duty. Kein Mensch kauft sich das Game wegen der Grafik. Deswegen auch hier immer die Argumentation von wegen, dieses Game sieht ja genauso aus wie das davor. Jein. Also es sieht schon anders aus. Ich finde, die Lichtverhältnisse und so sind teilweise schon besser. Und das kann man auch, glaube ich, in diversen Vergleichsvideos gut sehen. Aber wie gesagt, das ist ja Call of Duty. Warum sollte man das wegen der Grafik spielen? Das ist ein Shooter, ein Multiplayer-Shooter. Und da geht es darum, die beste Performance zu haben, um den Vorteil gegenüber den Gegner zu haben. Ganz klare Sache, ganz einfaches Ding. So, Gameplay-technisch kommen wir zum nächsten Punkt. Es gibt natürlich nur eine gewisse Auswahl an Waffen, die du spielen kannst. Auswahl an Spielmodi. Da komme ich jetzt erstmal zu so einem negativen Aspekt, den ich ganz ehrlich benennen muss. In der Beta hatten wir sehr viele, Gott sei Dank jetzt Ground War drin. Aber wir hatten sehr viele Spielmodi, die jetzt, meines Erachtens, fand ich die nicht so cool. Ich fand die Tatsache ein bisschen weird, dass wir sehr viele Modi ohne Respawn hatten. Ich meine, das klassische Search and Destroy ist ja wieder dabei. Logischerweise, man kennt es aus dem Competitive-Bereich, der mittlerweile eher so ins Warzone geschiftet ist. Ich weiß nicht, ob es noch großartige Ligen im Search and Destroy Modus gibt, so MLG-Style wie früher und so, könnt ihr mich gerne berichtigen. Aber zusätzlich gab es in der Beta jetzt einfach so einen Modus wie diesen Gefangenenrettung, der so ein bisschen an Rainbow Six Siege angelehnt ist, und dann noch diesen Knockout-Modus, der auch im Endeffekt ist einfach 6 gegen 6, es gibt ja keinen Revive, beziehungsweise da konnte man potenziell seinen Mate noch reviven, aber es war halt ohne diesen obligatorischen Spawn, den du halt hattest. Und als Call of Duty-Spieler finde ich das immer ein bisschen befremdlich. Ich weiß, dass die Search and Destroy-Szene halt schon existent war oder immer noch ist. Aber ich fand es komisch, dass wir in der Beta so viel Modi hatten, wo du keinen Respawn hast und nicht mal langfristig spielen konntest, bis auf halt TDM und Herrschaft. Dann kam natürlich noch das eine oder andere mit Stellungen dazu, klar. Und jetzt ja Gott sei Dank für mich persönlich Ground War, wo ich den meisten Spaß eigentlich finde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war so eine Überlegung, die habe ich nicht so ganz verstanden und habe es ein bisschen befremdlich gefühlt. Habe mich ein bisschen befremdlich in Call of Duty gefühlt. Aber gut, das ist halt so eine Designentscheidung. Aber auch der Invasion-Modus. Das ist ja der neue Modus, der so ein bisschen, oh Gott, leckt das jetzt, so ein bisschen Ground War-Style ist, aber halt mit Bots. Und den habe ich komplett, ich habe nicht verstanden, warum der überhaupt existiert. Es ist im Endeffekt 20 gegen 20 TDM mit ein bisschen Fahrzeugen, aber auch nicht die großen Fahrzeugauswahl, wie es jetzt hier in Ground War ist, plus jeweils Bots. Und das ist ein Modus, den ich für komplett sinnfrei erachte und gar keinen mir die Frage stelle, warum es den überhaupt gibt. Der ist nämlich tausendmal schlechter als alles andere. Und jetzt, wo Ground War da ist, spielt doch hier eh jeder Ground War. Und den wird mit Sicherheit zu Release keine alte Sau spielen. Vor allem, wenn es halt auch so Sachen dann schlussendlich wie Warzone oder aber den neuen DMC Extraction-Modus geben wird, den sich die Leute wahrscheinlich als erstes mal anschauen. Und das ist so eine Überlegung, wo ich sage, da ist wahrscheinlich Entwicklungszeit reingeflossen, die man noch hätte sein lassen können. Aber gut, wenn das Grundgame was kann, dann kann man natürlich drüber hinwegschauen. So.
Was sind die großen Kritikpunkte, die ich momentan an Call of Duty sehe? Es gibt so ein paar Aspekte, die fernab von denen sind, was halt der große Pulk sagt. Ich habe es jetzt hier in Ground War im Endeffekt gemerkt. So ein bisschen das HUD ist ein bisschen Cluster. Viele Punkte so im Hintergrund, gerade bei diesen Capture Points, würde ich gerne transparent stellen. Würde ich gerne ändern wollen, dass man die nicht, dass man einfach die Transparenz davon ein bisschen anpassen kann. Teilweise sehe ich auch, und das ist echt schwierig, sehe ich auch die Punkte meiner Leute ja ständig durch die Wand durch. Das heißt, ich sehe einen grünen Punkt zum Beispiel da hinten vom Bobbes. Und wenn dann ein Gegner vor mich pusht, habe ich teilweise einen grünen Punkt über ihn und es sieht so aus, als wäre er ein Mate. Das ist mir jetzt in Ground War tatsächlich des Öfteren passiert und hat dann dazu geführt, dass ich von dem erschossen wurde, weil bei ihm das natürlich nicht der Fall war. Ich weiß nicht, inwieweit man das irgendwie anpassen kann von den diversen HUD-Elementen, vielleicht eben auch sowas. Battlefield hat das ja immerhin dann auch mal gehabt. Cool. Transparenzmöglichkeiten von Anzeigen oder so. Das wäre vielleicht noch eine Funktion, die man vielleicht mit einbauen könnte. Ja, den Typen habe ich jetzt komplett nicht getroffen. Elkros ist übrigens im Gegnerteam und streamsnipe mich wieder, lul. Und das ist was, was ich negativ anmerken kann. Auf jeden Fall. Das merkt man sofort. Netcode-Thematik ist immer eine Thematik, was Call of Duty und allgemein Spawn Kill Repeat oder Multiplayer-Shooter angeht. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist immer so. Aber ich werde es auch hier nochmal ansprechen. Was ich tatsächlich nicht verstehe in der heutigen Zeit der Spielentwicklung, ist diese Cross-Plattform-Geschichte. Und Achtung, Vorsicht, ich erkläre was. Nicht die Tatsache, dass es Cross-Plattforming gibt, denn ich bin der Meinung, und bin ich naiv, ich bin der Meinung, dass Cross-Plattform richtig und wichtig ist und einfach ein Schritt in die Zukunft ist, weil du damit im Endeffekt, ach, die haben alle unsere Punkte, ne? Weil du damit im Endeffekt die Tatsache halt umgehst, dass irgendwann eine Plattform, auf dem das Game da ist, halt dead ist, weil es nicht mehr genug Spieler gibt. Und mit Cross-Plattform du die Möglichkeit hast, halt diese Spielerzahl wieder zu boosten, indem du einfach die Leute halt gegeneinander spielen lässt, right? Und deswegen verstehe ich das schon, dass das existiert. Was ich jedoch nicht verstehe, ist die Tatsache, dass wir gerade jetzt bei Call of Duty, guck's dir an, wir haben die Möglichkeit über Steam das Game zu holen. Es ist ja nicht nur jetzt Battle.net gebunden, sondern auch auf Steam. Das heißt, wir haben das erste Mal so richtig auch die Möglichkeit zu schauen, wie sind die Zahlen. Wie sind die Spielerzahlen, die aktiven Spielerzahlen gehen auch in die Richtung 100.000 und so. Also da ist schon was am Start. Und das bedeutet, dass PC auf jeden Fall nicht so schnell dead ist. Gerade nach, ich würde behaupten, Warzone. Zuletzt hat sich gezeigt, dass die Spielerbase auf PC mehr geworden ist, was Call of Duty angeht. Früher war das so, Call of Duty PC ist immer so gefühlt nach ein bis maximal zwei Monaten angefangen wegzusterben und die große Spielerschaft war halt auf Konsole. Call of Duty ist seit Jahren einfach ein starkes Konsolengame, ist so. Konsole kann sich mehr Leute leisten, haben mehr Leute am Start, es muss sich mit weniger auskennen als mit PC, das ist einfach Fakt. Aber seitdem es Warzone gibt, bin ich der Meinung, ist das eher geschiftet. Viele Leute spielen auf PC im Warzone oder immer noch Warzone. Fun Fact ist, viele Leute sind von der Konsole, gerade für Warzone, an den PC geswitcht, weil sie einfach das Gameplay mit mehr FPS und damals zumindest, jetzt geht es ja auch auf Konsole, Sachen wie Field of View-Einstellungen einfach zu schätzen gelernt haben und die Möglichkeit hatten, am PC mit Controller als ehemalige Konsolenspieler halt trotzdem ihr komplettes Potenzial rauszuholen. Was jetzt der eine oder andere davon hält, wir wissen, von was wir reden, ist jetzt wieder eine andere Thematik. Aber ich glaube nicht, dass die Playerbase auf PC so gering ist, wie es früher mal war oder auch relativ schnell abnimmt. Ich glaube, gerade mit so Sachen, jetzt kommt auch Warzone 2, dass da sehr viel Potenzial für eine starke Playerbase auch im PC ist. Und ich, jetzt um auf den Punkt zu kommen, es lieber so haben würde, dass du Crossplay drin hast, es aber in jedem Modus, ich rede von jedem Modus, deaktivieren kannst. Egal auf welcher Plattform du bist. Du kannst es mittlerweile bisher nur deaktivieren in den kleinen Spielmodi. 6 gegen 6, überall anders. Sei es jetzt Bodenkrieg oder schlussendlich auch in Warzone 2 wird es sein. Mit Sicherheit auch im neuen DMC-Modus. Wirst du zwangsweise Crossplay aktivieren müssen, um den Modus überhaupt spielen zu können. Und das sehe ich persönlich ein bisschen als kritisch an. Und man hört Stimmen sowohl von PC-Spielern als auch von Konsolenspielern, dass sie gern unter sich erstmal bleiben wollen würden. Und ich bin der Meinung, dass die Spielerschaft es auch zulassen würde, dass zum Beispiel wir, sage ich jetzt mal, ich als PC-Spieler, die Anfangszeit einfach auf PC-Lobbys spielen könnte. Nur gegen Leute, die halt mit Maus und Tastatur unterwegs sind und keine großartigen Wartezeiten hätte. Ich weiß, sie wollen damit die Wartezeiten umgehen. Aber der Punkt ist, lass mich doch Entscheidung meiner Entscheidung sein. Warum wird mir das mit diesem geforsten Cross-Plattform abgenommen? Ich bin ja nicht bei Geburt mit einem Sauerstoffschaden auf die Welt gekommen und habe deswegen so eine geistige Einschränkung, dass ich nicht überreißen kann, wenn ich jetzt auf Start-Play gehe und ich
ewig lang 5 Minuten auf eine 6 gegen 6 Runde warten muss am PC, nicht auf die Idee kommen, eventuell mal Cross-Plattform zu aktivieren, weil offensichtlich die Playerbase so geschrumpft ist. Natürlich ist mir das bewusst, aber lass mich bis dahin, falls das irgendwann der Fall sein soll, lass mich bis dahin doch einfach ohne Crossplay spielen. Und ich rede jetzt auch von den großen Modi, weil es mit den kleinen geht's. Und von mir aus auch sogar in Warzone. Und einfach selber entscheiden, ob ich jetzt zum Beispiel Wartezeiten in Kauf nehmen möchte oder eben nicht. Das wäre für mich die optimale Lösung für alle Cross-Plattform-Thematiken, die es da draußen so gibt. Und würde, glaube ich, sowohl für Konsolen, sei es jetzt Xbox oder PC oder PlayStation halt, würde, glaube ich, das Beste rausreißen, weil jeder sich selber einfach, jeder ist Herr seiner Entscheidung und könnte selber entscheiden, was geht. Und Call of Duty hätte grundsätzlich keinen Nachteil dadurch, weil sie die Option ja trotzdem schon drin haben. Und die Leute ja dann wissen, okay, ich habe zu wenig Spieler in meiner Plattform, ich muss jetzt halt Crossplay aktivieren, um aktiv und schnell weiterspielen zu können. Das ist so das große Ganze, was ich so sehe. Und wo ich mir wünschen würde, dass das geändert wird. Ob das passiert, ist natürlich eher fraglich. Ganz klare Sache. Aber das wäre für mich auf jeden Fall so das Master-Ding. Vielleicht kommt das ja im nächsten Teil, der ja Gott sei Dank erst auch 2024 kommen soll. Gerade mit dem Microsoft-Geschichte wird das ja so ein Ding. So, hier mal einen kleinen Bug, das ist öfters. Aber das ist für mich ein großes Thema. So, ansonsten, was gibt es noch über Call of Duty zu berichten? Ich meine, wir werden sehen, wie das Ganze mit den Waffenfreischaltungen einhergeht. Ne, viele Leute sind, ich habe es jetzt auch im Chat schon mitbekommen, viele Leute wissen nicht so ganz genau, wie das stattfindet mit den Waffenfreischaltungen und Co., mit den ganzen Anpassungen, wie man was freischaltet. Ich denke, das wird dann mehr Klarheit bekommen, wenn das Game dann auch mal im Release ist. Was ich jedoch sagen kann, die Menüführung könnte man auf jeden Fall nochmal überarbeiten. Es gibt irgendwie Menüs an Menüs an Menüs an Menüs, die irgendwie wieder ein Menü führen und schlussendlich du erstmal Ewigkeiten in dem Menü bist, um am Schluss irgendwie deine Waffe modifizieren zu können. Da könnte man auf jeden Fall nochmal drüber gucken und das eine oder andere anpassen, weil das ist echt nicht so geil geschaltet und nicht so geil gestaltet. Und ist einfach ist einfach für mich auch als PC-Spieler zu sehr, ich könnte nicht mal sagen, dass es zu sehr konsolenlastig ist, weil selbst die Consoleros, da gibt es auch gute Beiträge dazu, haben gezeigt, wie die Menüführung ist und die macht manchmal auch gar keinen Sinn. Da drückst du nach unten und kommst dann aber nach rechts in dem Fortschrittsbalken und so weiter und so fort und das ist halt alles irgendwie ein bisschen shitty. Da muss man auf jeden Fall gucken, dass man das noch ein bisschen anpasst. So, ansonsten, ich kann jetzt bis auf die PlayStation 4 und PlayStation, beziehungsweise PC, natürlich nicht so viel zu den ganzen Performance-Sachen sagen. Ich habe jedoch gehört, dass es vor allem auf der PlayStation 5 und so eigentlich ganz gut läuft. Wie gesagt, ich habe da auf der PS4 Pro, die ja mit 60 FPS kann, nicht großartig Probleme gehabt. Das ging ganz gut, außer Aiming natürlich nicht perfekt. Nichtsdestotrotz war es bis jetzt eigentlich ein recht positives Erlebnis. Und ich bin da halt jemand, der einfach objektiv ist und einfach versucht klar zu denken. Ich spiele Call of Duty, seitdem es das gibt. Also ich bin keiner derjenigen, der irgendwie seit Black Ops spielt und sich Veteran nennt. Ich spiele das wirklich. Call of Duty spiele ich seit dem ersten COD. Damals war Multiplayer noch nicht wirklich ein Ding. Da sind wir maximal auf der 5-Mann-Zimmer-LAN im LAN-Modus in Call of Duty rumgesprungen. Das war es dann aber auch. Aber ich war von Anfang an dabei, habe neben Battlefield halt auch alle COD-Teile gespielt. Und ich weiß grundsätzlich immer, was mich erwarten würde. Und bin dann auch nicht überrascht, dass es am Schluss halt einfach COD ist. Natürlich weiß ich, dass es einige Hardliner passenderweise dazu gibt, die das ein bisschen anders sehen und halt einfach jedes Mal den 10.000-Stunden-Grind reinlegen, der auch interessant werden wird, je nachdem, wie das jetzt mit dem neuen Freischaltungssystem mit Waffen und so, die ja übergreifende Attachments haben, wie das dann sich da halt und dann äußert. Und der Grind soll ein bisschen weniger werden. Ich glaube, dass schlussendlich das große Ganze natürlich wieder auf Warzone shiften könnte. Wobei da ja auch gerade sehr viel in der Kritik ist. Aber potenziell, ich denke mal, sie ist schon so scharten werden, dass Warzone das Ding werden wird. Weil mit Warzone verkauft sich der Lachs. Da sind die Skins drin, da ist das große Geld. Nicht mit dem Verkauf von 70 Euro COD. Natürlich kommt da Geld rein, aber das große Geld kommt erst mit Sachen wie Warzone dann. Ja, überraschenderweise für viele, aber so ist einfach der Gaming-Markt. Und ich denke, dass die schlussendlich schon das machen werden, was dazu führt, dass die Leute auch Bock haben, das zu zocken. Deswegen bin ich da erstmal noch positiv gestimmt. Und freue mich tatsächlich auf den Release von Modern Warfare. Ich bin auch positiv gestimmt auf die Tatsache, dass der Singleplayer, die Kampagne, eine Woche früher schon released wird für Vorbesteller, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Weil ich dadurch die Möglichkeit habe, den Singleplayer schön easy peasy
halt auf sogar auf der höchsten Schwierigkeitsstufe zu spielen, ohne Stress zu haben, weil nebenher der Multiplayer schon läuft. Finde ich eine gute Entscheidung. Die wissen schon, wie sie ihre Community da ein Stück weit auch pushen. Wie gesagt, zumindest in die Richtung. Die wissen, was die Leute spielen wollen eigentlich. Viele wollen auch den Multiplayer, den Singleplayer spielen, aber der Multiplayer ist natürlich das große Ganze. Was eure Meinung zu der ganzen Geschichte ist, könnt ihr natürlich mal abfeuern. Vielleicht seid ihr ein Tryhard, Hardliner in Call of Duty und seid da in gewissen Bereichen anderer Meinung. Kann ich durchaus verstehen. Die Maus ist auf jeden Fall viel zu langsam für den Killstreak. Ist nicht so schlimm. Ich mache den einfach händisch weiter mit dem LMG, beziehungsweise der MP. Und ja, sobald das draußen ist, wird es natürlich weiteren Content geben. Sowohl hier als auch dort. Hitrack ist so ein Thema, was ich noch ansprechen kann, um das noch kurz anzuschneiden, aber das ist, geht einher mit der Crossplay-Thematik. Man wird hier teilweise schon um die Ecke noch erschossen, du merkst es ja. Warzone, beziehungsweise nicht Warzone, Ground War hatte zuletzt nach der Messung von Battle Nonsense, kennt man vielleicht YouTuber, der leider aufgehört hat, YouTube-Videos zu machen und uns damit scheinbar die Chance verwehrt hat, herauszufinden, wie der Netcode in diesem Game sein wird. Der hat herausgefunden, dass im Ground War-Modus, also im Bodenkrieg-Modus, der Netcode bei knapp 12 liegt. 12er Tickrate, wer nicht weiß, was der Netcode ist, dass die Abfrage zwischen Server und Client, also Client, deinem PC und dem Server, und je schneller, je höher die Tickrate ist, umso genauer funktioniert alles, umso besser werden Schüsse gewertet und so weiter und so fort. Und die war da wohl bei 12. Ich weiß nicht, ob sie so niedrig ist jetzt auch beim neuen COD hier in dem Modus. Manchmal fühlt es sich so an, du wirst schon teilweise um die Ecke gefühlt noch erschossen. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch dem Netcode, beziehungsweise dem Cross-Plattform auch ein bisschen geschuldet. Und da muss man natürlich sich ein Stück weit arrangieren. Aber, ich sag's ja, mit meiner Variante wäre das wahrscheinlich wieder eine andere Geschichte. Aber, da kann man einfach nur wünschen. So, ich würde nicht länger aufhalten. Probiert es ansonsten einfach nochmal aus, wenn ihr die Möglichkeit habt. Schlussendlich könnt ihr es ja auf Steam holen und dann die 2 Stunden... Geschichte nutzen, dass ihr jetzt 2 Stunden einfach testen könnt und dann und auch zurückgeben könnt innerhalb der 2 Stunden. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile auf Battle.net auch funktioniert, aber auf Steam gibt es ja diese Rückgabe-Policy und probiert es einfach aus. Ich werde es auf jeden Fall zocken und ihr könnt es euch hier reinziehen.